Maschinen, nach denen Handa Ausschau hielt, sollten hier sein. Ich sollte mal einen Blick auf ihren Vertrag werfen, damit ich auch genau weiß, wonach ich suche. Da ist die Herde, die Handa gefunden hat. Ich muss außer Sichtweite bleiben, wenn ich erst an die Blumen kommen möchte. Boah, die Pflanzen kann ich wohl vergessen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Abgeschüttelt. Schaut mit der Ausbeute aus. Ich habe das Pflugkorn-Bauteil für dich. Hammer und Zange, sind sie nicht atemberaubend? Hier ist deine Bezahlung. Meine Rüstung soll so elegant werden wie die darin verbauten Maschinenteile. Ich muss gehen. Das Glück sei mit dir. Das muss Stuttgart sein. Laut Gutalo kriege ich hier Vorräte. Dann geht's weiter zur Quentwehre. Das ist die Kampagne, die wir erobert haben. Und
Ich hab's verpasst. Ich hatte Wachdienst. War vielleicht ein Kampf. Ich hab von dir gehört. Für deine Arbeit. Oh, sei stolz. Ich war einfach so gut, mein Freund. Sagen wir, der Häuptling. Okay, Schluchtrand liegt hinter mir. Ich muss einfach nach Westen, bis ich zur Küste komme und zur Quint wäre. Alle Klingen gegen Regala. Eine fremde Regala-Herausforderung. Eine Ehre, Streiterin. Ich bin Nako. Warst du schon mal draußen im Tal der Gefallenen? Ich glaube nicht. Warum? Was gibt's dort? Mein dummer kleiner Bruder. Das Tal ist ein Test für Ausdauer und Geschick für meinen Clan, die Tiefländer. Doch es ist seit Monaten geschlossen. Befehl der Kommandantin. Es gibt Berichte über merkwürdige Lichter unweit der Küste. Und in dem Gebiet wimmelt es von tödlichen Maschinen. Doch Dax, rücksichtslos und ungeschützt, ging dennoch hin. Akzeptiert ein Nein nicht. Hat zwei andere überredet, mit ihm zu gehen. Sie werden seit Tagen vermisst. Marschallin Ivira wurde gesandt, um sie rauszuholen. Merkwürdige Lichter, tödliche Maschinen und vermisste Soldaten. Klingt nach viel, selbst für eine Marschallin. Ich würde selbst gehen, bin aber auf Transportdienst. Ich versuche, deinen Bruder zu finden. Wo ist dieses Tal? Südlich von hier. Richtung Küste. Guck nach dem Kletterpfad bei den Klippen. Er markiert den Beginn des Tals. Wenn du meinen Bruder siehst, gib ihm einen Tritt dafür, dass er mir Sorgen macht. Die Lichter an der Küste. Das kann nichts Gutes sein. Ich sollte mir das angucken, wenn ich dort bin. Komme! Möge das. Klinge strahlt. Von der Kuhlwurst. Hekarus, Streiterin! Du darfst passieren. Fremde. War die Wildnis gut zu dir? Wir danken dir. Hier kann ich durchatmen.
solange sie getränkt ist. Das ist Reserve für später.
Dieser Jägerkiller bedeutet Rache. Seht mich nicht. Ich kann das noch drehen. Hier sind viele Tote Tenakt. Was ist hier passiert? Ich sollte mir die Leichen ansehen. Diese Wunden. Die Tenakt sind im Kampf gestorben. Aber gegen was? Mein Fokus zeigt vielleicht mehr. Die Tenakt sind im Kampf gestorben. Aber gegen was? Mein Fokus zeigt vielleicht mehr. Diese Wunden. Die Tenakt sind im Kampf gestorben. Aber gegen was?
Mein Fokus zeigt vielleicht mehr. Ich sollte mich nochmal umsehen, bevor ich weitergehe. Frost scheint hier nichts zu bringen.
Feuer kann hier nichts ausrichten. Thank you.
Das nehme ich gern mit. Ein Vorrat schadet nie. Okay, Zeit übers Wasser zu fahren und Landfall zu suchen. Und Alva. Niemand hier. Seltsam. Tja, nichts hindert mich daran, ein Boot zu nehmen.
Auf dieser Seite bewacht auch jemand die Fähre. Wo sind die Quen? In Landfall vermutlich. Dann mal auf die Suche. Es sollte im Nordosten sein. Offensichtlich waren Klauen und scharfe Zähne nicht genug. Thank you.
hat nicht gereicht. Die brauche ich ganz sicher noch. Das sind also die Ruinen von San Francisco. Eine ganze Stadt aus zerfallenden Türmen. Und irgendwo hier verschüttet die Themen. Ich hoffe, Alva und die Gwen helfen mir, es zu finden. Noch ein Langhals. Plasma bringt hier nicht viel Schaden.
Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Eine Drohne. Gehört bestimmt zu Cyclops. Wenn ich an die Daten komme, kann ich sie mit der Kuppel an der Basis verbinden. Aber wie komme ich da hoch? Ist sie das? Die lebende Ahnen. Die Wahrsagerin hat nicht gelogen. Sie sieht sehr friedlich aus. Ahnen! Du darfst vortreten. Das hier ist Landfall, richtig? Ich suche nach Alva. Aufseher Bohai hat uns angewiesen, dich vorzulassen. Solltest du kommen, bitte, komm mit mir. Los, sag ihm, dass wir kommen. Sie ist es! Die Wahrsagerin hatte recht. Aufseher Bohai, eine Fremde ist gerade durch das Tor gekommen. Ich wusste, Alva würde nicht lügen. Du siehst aus wie Sobek. Ist Alva hier? Ich muss mit ihr reden. Ich werde deine Bitte überdenken, wenn klar ist, was du bist. Eine lebende Ahnin, wie Alva es glaubt, oder eine Gefahr lauernd in solch Gestalt. Ich bin keine Gefahr, okay? Damals auf dem Festland schossen eure Soldaten ohne Warnung auf mich. Das sagst du, Ungläubige. Keiner, der dabei war, hat überlebt und kann es bezeugen. Ich zögerte bei eurer Truppe, als... Und das ist unser ehrenwerter CEO. Also, hier ist sie. Unser großes Rätsel. Na, Bohai, was hast du geweissagt? Was ist sie? Ein wirkliches Rätsel, mein CEO. Wie kann sie als Sobek erscheinen und nichts von uns wissen? Sollen wir glauben, dass eine lebende Ahnin in dieses elende Land geboren wurde? Einen Ozean entfernt vom Reich der Auserwählten? Und wenn ja, dann wofür? Ich kann nicht antworten. Nur sie kann das. Aber ich warne dich, Lügen werden uns nicht reichen. Nun sprich. Warum bist du hier? Was sind deine Absichten? Ich suche nach einem Ort namens Theben. Und wonach suchst du dort? Alva hat mir angedeutet, wonach du suchst. Ich glaube, man könnte sagen, ich will dasselbe wie ihr. Ein Weg finden, die Welt zu heilen. Ganz wie erwartet. Sag's ihr. Wir haben Theben, die Ruhestätte von Ted Farrows Geheimnissen, gefunden. Es ist nicht weit, doch der Weg ist uns verschlossen. Maschinenangriffe haben uns von dem Ort abgeschnitten. Die Wahrsagerin Alva ist dort, zusammen mit einigen Bergleuten und Soldaten. Geht es ihr gut? Unsere Späher berichten, dass eine Maschine unsere Leute festgesetzt hat. Hinter ihren Linien, aber sie halten sich dort. Maschinen, ja? Dabei kann ich helfen. Alva sagte uns, dass du wirklich beachtlich bist. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wir beantworten, was wir können.
Ihr habt Theben gefunden. Wie? Die Ahnen zeigten es uns nicht lange, nachdem wir Landfall schufen. Vor fast einem Jahr. Wegen ein paar alter Daten, die Alva gefunden hat und die ich verifiziert habe. Sie enthielten Details zum Bau eines riesigen, unterirdischen Palastes. Und wo genau? In der Nähe. Hinter den Ruinen unter der großen Pyramide. Typisch. Ted fand Pyramiden toll. Warst du schon mal drin? Ah, nein. Das ist ein Problem, eins von vielen. Und mit der Zeit werden wir sie alle lösen. Erst müssen wir nur zur Ausgrabungsstätte zurückkehren. Ich hoffe, du kommst so gut mit Maschinen zurecht, wie Wahrsagerin Alva behauptet. Wonach genau sucht ihr eigentlich in Theben? Ich dachte, Alva hätte die benötigten Daten besorgt. Wir haben viel riskiert, um den Ozean zu überqueren. Deshalb müssen wir jede mögliche Verbindung zum Vermächtnis finden, solange wir hier sind. Besonders eine so wichtige wie Theben. Wir werden auf keinen Fall zurückkehren, bis wir alle seine Geheimnisse kennen. Also, erstattet Alva dir Bericht? Ich wurde von meinen Kollegen im Rat der Aufseher beauftragt, die Datenbeschaffung auf dieser Expedition zu beaufsichtigen. Ja. Und du leitest die Expedition? Er macht viel mehr als das. Du sprichst hier mit dem Cousin des Kaisers der Quen. Dem Erben der Lande des großen Deltas, dem ersten CEO seit 5 Generationen. Sie muss nur verstehen, dass ich hier das Sagen habe. Und dass ich vorhabe, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Ich auch. Wir haben Glück. Ihr seid in diesen Schiffen über das Meer gekommen? War sicher nicht einfach. Größe ist nie einfach. Genau. Es dauerte 7 Jahre, die Flotte zu bauen. Diese Expedition ist das wichtigste Unterfangen unserer Generation. Ein Streben nach Wissen, das das Meer umfasst und bei dem nicht weniger als das Schicksal unseres Stammes auf dem Spiel steht. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne den Willen des CEO. Die Reise war aufreibend. Und die Wildnis hier ist noch schlimmer. Unsere Matrosen und Soldaten haben sehr gelitten. Das weiß ich. Doch alles für den Ruhm der Quen. Gut zu wissen. Welche Maschine hat eure Leute bei Theben in die Enge getrieben? Ein Donnerkiefer. Wir haben mit ihm zu tun gehabt, aber dieser hier ist... Hartnäckiger, stärker und trägt schwarze Rüstung? Ja. Woher weißt du das? Ist doch egal. Wird nicht einfach, aber ich nehme ihn mir vor. Dann ist uns das Schicksal so gewogen, wie ich es wusste. Eine lebende Ahnin wandelt jetzt unter uns. Und sie wird mir helfen, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Stocke hier, falls nötig, wieder auf. Dann auf nach Theben, am Fuße der Pyramide in den Ruinen. Wir kommen nach, wenn unsere Wächter sagen, dass der Weg frei ist. Willkommen in Landfall, Arne. Deine Teilnahme an der Expedition wird sich als bedeutend erweisen. Wie
sollen wir zu Hause erklären, was hier passiert ist? Wir haben alles gesagt. Wahrsager müssen diese Ereignisse glaubst du, wir kommen hierher zurück? Warum soll das Gleiche sagst du über dein Frühstück auch? Ich habe Bretter vorbereitet, falls jemand eine Runde Streit spielen will. Ich kann immer noch nicht wissen, dass wir einer echten, lebenden Ahnen begegnet sind. Können Sie wirklich? Glaubst du, wenn die Strophen. Möge dich das auf deiner Reise unterstützen. Sie sagen, dass du unsere Antworten. Nein. Glaube an die Worte, die uns leiden. Ich möchte nur, dass unsere Mission erfolgreich ist. Dann möchte ich keine weiteren Zweifel haben. Befolge deine Befehle. Vertraue dir. Ein gefüllter Magen ist ein gestärkter Muskel. Es stimmt. Also. Ich habe es erst nicht geglaubt. Du bist wahrlich eine wiedergeborene Ahnen. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Ich bin eine Späherin der Expedition. Ich werde mein Wissen über dieses komische Land mit dir teilen. Das ist meine Pflicht. Den Ahnen gegenüber. Dann sollte ich dir sagen... Meine Kollegen haben westlich von hier alte Ruinen gefunden. Drinnen wollen sie ein Relikt der Ahnen gesehen haben. Konnten es aber nicht erreichen. Vielleicht kann eine lebende Ahnen tun, was andere nicht vermochten. Vielleicht, wenn ich mal in der Gegend bin. Die Ahnen mögen uns führen. Thank you.